Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine kleine Buchempfehlung für euch. Und zwar soll es heute um das neue Buch von Jacqueline Fellgut gehen, Auf der Suche nach Glück. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wer mich schon etwas länger schaut und mich schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Jacqueline Fellgut und ihren Büchern bin. Und Jackie hat letzten Freitag ein neues Buch rausgebracht, und zwar Auf der Suche nach Glück. Und ich durfte dieses Buch vorab schon mitlesen und... was soll ich sagen? Es war wieder ein richtig, richtig, richtig toller Liebesroman. Jackie schreibt ja Liebesromane, sie schreibt auch ab und zu mal Fantasy-Geschichten. Und ja, was auch noch wichtig wäre, sie schreibt Liebesromane ohne Erotik. Was ich auch wirklich sehr, sehr gut finde, denn es muss nicht immer Erotik in Büchern drin vorkommen. Ich mag auf jeden Fall Jackie, ihre Art, wie sie die Geschichten erzählt, total. Ich kann mich da mal super gut hineinversetzen. Ich bin immer bei den Charakteren. Ich finde, sie schreibt das so gefühlvoll und so realistisch auch. Also es sind wirklich Geschichten aus dem Leben, wie sie einem selbst passieren könnten oder wie sie jedem von uns passieren könnten. Und das finde ich so toll und das mag ich total. Und ja, ich liebe einfach die Geschichten von Jackie, und Auf der Suche nach Glück war wieder eine Geschichte, die mich 100% überzeugen konnte. Na gut, vielleicht nicht 100%, vielleicht 99,95%. Also ich hatte mit dem Ende so meine kleinen Schwierigkeiten, dazu komme ich aber später nochmal. Aber ansonsten war die Geschichte einfach perfekt. Ich habe dieses Buch an 2 Tagen gelesen. Ich war komplett in der Geschichte versunken. Ich habe so mit den Charakteren mitgefiebert und ich fand einfach die ganze Art, wie diese Geschichte erzählt wurde, wieder richtig, richtig gut. Aber worum geht's in der Suche auf Glück eigentlich? In diesem Buch haben wir 2 Hauptcharaktere, aus deren Sichtweisen wir die Geschichte auch lesen. Zum einen haben wir hier Holly. Holly ist eine ganz normale junge Frau. Sie hat an der Columbia University studiert, hat sich alles, was sie bisher erreicht hat, hart erarbeitet, denn ihre Eltern verdienen ganz normales Geld. Also sie sind jetzt nicht extrem wohlhabend oder reich, sondern sie sind ganz normale, bodenständige Menschen mit ganz normalen, einfachen Jobs. Und ja, sie hat es von sich aus an diese Uni geschafft mit einem Stipendium und hat wirklich hart für ihre Ziele bisher gearbeitet, und ihr wurde im Leben halt nichts geschenkt. Und Holly ist jetzt auf der Suche nach ihrem Traumjob und bewirbt sich bei einer Firma. Und auf der anderen Seite dieser Geschichte haben wir hier Rick. Rick ist der reiche Sohn, er ist der Playboy, der Taugenichts und Faulpelz. Rick hat in seinem Leben noch nie wirklich für irgendwas hart arbeiten müssen. Er hat bisher alles auf gut Deutsch in den Pops geschoben bekommen. Und ja, er weiß eigentlich gar nicht so richtig, was es heißt, für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten und für seine Träume zu kämpfen. Und in der Suche auf Glück treffen die beiden aufeinander. Denn der Vater von Rick ist der Boss der Firma, bei der Holly gerne arbeiten möchte. Und der Vater von Rick hat von seinem Sohn einfach mal die Schnauze voll. Er findet seine Faulheit und seine Inkompetenz einfach nicht gut und er möchte, dass er jetzt endlich daran etwas ändert. Und so stellt er Rick Holly an die Seite. Und Holly soll ihn jetzt entsprechend motivieren und ihm zeigen, wie toll sein Job sein kann und ihm halt auch wirklich da unterstützen bei seinem neuesten Projekt. Und ja, das Ganze ist dann noch an eine Bedingung geknüpft. Und ob Holly es schafft, aus unserem Playboy und Faulpelz Rick einen Menschen zu machen, der sich wirklich für Dinge einsetzt und der wirklich auch für seine Arbeit einsteht, das ist es, worum es in Auf der Suche nach Glück geht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht verraten. Ich möchte nicht zu viel von der Geschichte vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich war von der ersten Seite an bei Holly. Ich konnte ihre Ängste verstehen. Ich konnte ihre Zweifel verstehen. Holly ist ein Mensch, die hat halt nicht viel Geld und sie muss mit ihrem Geld wirtschaften. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal in so einer finanziellen Situation gesteckt hat, dass er nicht weiß, wie über den Monat kommen soll. Auch mir ging es schon so. Ich glaube, jeder kann das, was Jackie in diesem Buch beschrieben hat, so gut nachvollziehen. Und das war einfach so glaubwürdig. Allein diese erste Szene im ersten Kapitel, das spoilere ich euch nicht, wie sie in diesen Coffeeshop geht und rechnet, was kann ich mir jetzt noch für einen Kaffee kaufen, damit ich noch was zu essen habe. Allein diese Szene hat mir so ein realistisches Gefühl vermittelt, dass ich wirklich von Anfang an bei Holly war. Und ja, es war einfach so unglaublich gut von der Handlung her. Ich fand die Handlung wirklich richtig toll. Ich fand die Entwicklung, die die Charaktere in dieser Geschichte gemacht haben, wirklich gut. Das Einzige, was mich bei der Handlung her ein bisschen gestört hat, war, dass mir das alles sehr schnell ging. Also diese Geschichte spielt ja in einem begrenzten Zeitraum, aber trotzdem irgendwie gingen mir manche Szenen und manche Sprünge zu schnell. Also da hat mir so ein bisschen die Zwischenentwicklung in dem Sinne gefehlt. Das hat mich jetzt beim Lesen nicht wirklich gestört, das ist mir auch beim Lesen direkt nicht aufgefallen, das ist mir nur hinterher, wo ich nochmal so über das Buch nachgedacht habe, ist mir das noch so in den Kopf gekommen. Aber wie gesagt, beim Lesen hat mich das gar nicht gestört, das kam dann eher so hinterher. Das wäre vielleicht noch eine Sache, die bei der Handlung vielleicht noch so ein bisschen stört.
störend in Anführungsstrichen ist, dass mir die Handlung teilweise so ein bisschen schnell von der Hand ging. Aber wie gesagt, das fiel mir erst im Nachhinein ein, wo ich nochmal so über die ganze Geschichte nachgedacht habe. Beim Lesen selber habe ich das nicht gemerkt. Und ja, also die Handlung, kann ich nur sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was bei der Handlung vielleicht noch wäre, wäre das Ende. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Das würde ich jetzt einfach mal zur Handlung einsortieren. Ich fand das Ende so ein bisschen zu viel Kitsch. Ich fand am Ende seine Entscheidung, konnte ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, dass er das so jetzt angegangen ist, aufgrund der Entwicklung, die er auch an der Geschichte gemacht hat. Ich bin mit dem Ende sehr zufrieden, ne? Also es soll nicht heißen, dass ich das Ende nicht gut finde. Ich bin mit dem Ende äußerst zufrieden, aber ich finde, das war irgendwie für mich persönlich nicht 100% rund. Also da hatten wir irgendwie... So, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, weil Milo hier gerade angetapst kam. Ich war jetzt, glaube ich, gerade beim Ende. Also wie gesagt, das Ende hat mir schon gefallen. Ich fand es auch gut, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist. Ich fand aber, dass es für mich halt nicht 100% rund war, weil ich seine Entscheidung am Ende nicht ganz nachvollziehen konnte. Und das fand ich so ein bisschen schade. Also mir war das einfach zu kitschig dann, wie das Ganze aufgelöst wurde. Das Ende war einfach ein bisschen viel für mich. Anders kann ich das nicht sagen. Also es war für mich irgendwie von der Stimmung her und von allem war es mir einfach zu aufgebauscht und zu viel. Ich hätte das besser gefunden, wenn das in einem ruhigeren Rahmen einfach zu Ende gegangen wäre. Glaube ich. Kann man das so sagen? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es war einfach für mich das Ende nicht 100% rund und es war mir einfach ein bisschen zu aufgebauscht, zu viel Kitsch, zu... viel von allem am Ende. Aber das tut dem Buch ja keinen Abbruch. Also so ging es mir mit dem Ende. Anderen wird das natürlich wieder anders gehen. Aber ansonsten fand ich die Handlung richtig gut. Ich fand die Entwicklungen gut. Kommen wir als nächstes mal zu den Charakteren. Ich mochte Holly von der ersten Seite an. Ich war die komplette Geschichte bei ihr. Ich konnte ihre Ansätze verstehen, ihre Handlungsweisen. Ich konnte ihre Gedankengänge nachvollziehen. Ich konnte verstehen, warum sie mit Rick teilweise so umgegangen ist, wie sie mit ihm umgegangen ist. Und ja, also Holly war einfach als Protagonistin in diesem Buch perfekt. Fact. Was Rick betrifft, unseren anderen Hauptcharakter in dieser Geschichte, ich muss sagen, ich fand ihn am Anfang ein bisschen zu... Ja, er ist der reiche Playboy und da und hm. Aber er entwickelte sich in der Geschichte wirklich in eine ganz, ganz tolle Richtung, sodass ich ihn am Ende auch wirklich sehr, sehr mochte. Wie gesagt, bis auf diese eine Entscheidung, die er ganz am Ende gefällt hat, die war nicht so 100% meins. Ansonsten mochte ich ihn dann wirklich im Laufe der Geschichte total. Und ja, es sind zwei super sympathische Charaktere auf jeden Fall, die dieses Buch auch sehr, sehr gut tragen. Was die Nebencharaktere betrifft, haben die mir auch alle sehr, sehr gut gefallen. Die haben alle sehr gut in ihre Rollen gepasst. Die sind alle sehr glaubwürdig rübergekommen. Ich kann zu den Charakteren nichts weiter sagen, außer dass sie mir richtig, richtig gut gefallen haben. Was das Setting betrifft, spielt dieses Buch wieder einmal in New York. Und ich liebe New York, wie ihr wisst, als Setting. Ich finde es einfach so toll. Und Jackie hatte ja schon mehrere Bücher, die in New York auch gespielt haben. Und das war für mich so ein Stück vom Setting her wie nach Hause kommen. Durch Jackie ihren wundervollen Schreibstil auch und durch ihre Erzählweise ist das wirklich so, man taucht wieder so in die Welt von Jackie ein. Und wie gesagt, wenn man dieses Setting dann schon kennt, da ist das umso schöner. Das ist wirklich so, wie gesagt, wie so ein Stück weit nach Hause kommen. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Setting her. Ich mochte es total. Ich fand die Umschreibungen gut. Ich fand die Szenenbeschreibungen gut. Ich fand die Interaktion der Charaktere gut. Das ist alles toll beschrieben worden. Und ja, ich finde einfach die ganze Art und Weise von Jackie im Schreibstil ganz, ganz toll. Jackie schreibt so gefühlvoll und sie schreibt auch sehr romantisch, aber auch sehr ehrlich und auf den Punkt. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ich liebe, liebe, liebe Jackie und schreibe sie einfach sehr. Und das ist keine Schleimerei, das ist einfach eine Tatsache. Und ja, ich finde, was ich auch noch sagen kann, ist, dass die Bücher von Jackie mir immer noch mal was mit auf den Weg geben. Aus dieser Geschichte lernt man einfach, Geld macht nicht glücklich und man sollte wirklich sich auch mal wieder an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Und ich finde das halt immer sehr, sehr schön und gerade in diesem Buch ist mir das auch mehr nochmal aufgefallen wie in den anderen Büchern. Ich habe da mit Niki schon drüber gesprochen, die hat das Buch auch schon gelesen und sie meinte auch, in dem Buch ist dieses, was Jackie einem wirklich nochmal mit auf den Weg gibt, dieses mal in sich hineinhorchen und auch mal vielleicht das alles mal auf sich selbst zu beziehen und mal selbst in sich hineinzugucken, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und das hat sie in diesem Buch wunderbar rübergebracht. Also man tut beim Lesen automatisch auch mal das Ganze auf sich beziehen und denken, hey, sie hat recht, verdammt, ich mach das auch. Und ja, also ich, wie gesagt, finde, Jackie macht das ganz, ganz toll und ich liebe einfach ihre Art, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Und wie gesagt, ich persönlich nehme immer noch mal was aus diesen Büchern mit und nehme immer noch mal was mit in den Alltag und denke auch später noch mal über die Bücher nach. Und auch das Buch hat mich jetzt die ganze Woche noch mal begleitet. Und wie gesagt, ich bin auch aufgrund der ganzen Sachen, die sie dort in diesem Buch erwähnt und erzählt und erklärt,
bin ich auch nochmal so in mich hineingegangen und habe mir so gedacht, ja verdammt, sie hat recht, Geld macht nicht glücklich. Man muss sich auch an den kleinen Dingen des Lebens einfach mal erfreuen und man muss auch mal gucken, was will ich eigentlich vom Leben, was erwarte ich vom Leben. Und ja, das fand ich einfach ganz, ganz toll, was dieses Buch mir da noch mit auf den Weg gegeben hat. Mein Fazit zu Auf der Suche nach Glück ist, dass es eine ganz, 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 ganz tolle Liebesgeschichte ist von zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und ja, die beide ihr Glück eigentlich suchen und es vielleicht auf eine ganz, ganz andere Art und Weise finden, wie sie es erwartet haben. Und mehr kann ich eigentlich auch dazu nicht sagen, außer lest das Buch. Es ist wirklich ganz, ganz toll und ich kann es euch nur empfehlen. Und schaut auf jeden Fall euch auch die anderen Bücher von Jackie an. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Hashtag Folge deinem Herzen und von Worten berührt und von Cherry on Top und von Der Duft von Büchern und Kaffee. Und ja, ganz, ganz viele andere Bücher noch, die sie geschrieben hat. Schaut auf jeden Fall bei Jackie mal vorbei. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihr und ja, wie gesagt, das ist kein Geschleime, das ist einfach Tatsache. Mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.